Reingegrätscht, der Sporttalk der Altmark. Und hier ist Ihre Gastgeberin Sabrina Bramowski. Ja, Bennett Wiegert sagte mir einmal, der Champions League-Trainer der Handballer, dass Konstanz das Wichtigste sei im Sport. Und deswegen bin ich natürlich extrem froh und stolz, dass wir mit Reingegrätscht, unserem Sporttalk aus der Altmark, in die zweite Staffel gehen. Und damit hallo und herzlich willkommen auch allen, die heute Abend hier mit dabei sind, mit einem Mann an meiner Seite, der mich schon seit 35 Jahren kennt, also eine ganz schön lange Zeit, und einem Mann, den man nicht vorstellen muss, weil ihn jeder kennt. Uli Wegner, guten Abend. Uli, wenn mich Leute fragen, wie würdest du Uli Wegner beschreiben, würde ich sagen, das ist der Mann, der am allerbesten Hosenträger tragen kann. Keiner kann es besser als du. Und das ist der Mann, wo ich vor 3-4 Jahren, als wir auf Mallorca waren, da stand mit solchen Augen und dachte, in seinem Alter sitzt er noch mit Beinen so gespreizt da und dehnt und streckt sich da an der Sportanlage, damit er fit und vital bleibt. Warum ist Dehnen für dich so wichtig, Uli? Jetzt hast du aber einen Punkt angefroren, denn ich habe von Ihrer Arbeit, da hat sie über Dehnen gesprochen, geschrieben. Und ja, ich habe mir mein Leben lang, sagen wir mal, tagtäglich meine Gymnastik gemacht, auch als ich nicht mehr aktiv war als Trainer. Das habe ich erbt von meinen Ex-Trainern, denen ich fast alles zu verdanken habe, meine ganze Laufbahn. Selten in meiner Laufbahn, die war ja ziemlich lang, habe ich so einen Menschen kennengelernt, der nicht nur unseren Sport gesehen hat, sondern nach dem Sport, dass wir uns weiterqualifizieren. Das ist mir so auf den Weg gegangen. Ja, nach der Lehre war ich bei der Marine, ganz kurz war. Ich musste meine 10. Klasse nachholen, das ist mir so schwer gefallen, weil ich schon raus war. Halbes, ein Vierteljahr später angefangen. So, und dann haben wir Meisterlernen gemacht. Er hat uns förmlich, und ich habe mir nicht zugetraut, 6 Mann am Ikonen in München gemacht. Ich habe dann, als Handmeister schreibe ich nie ein, weil ich keine Ahnung habe davon. Die Noten waren ja nicht so schlecht. Und dann habe ich mit 33 Jahren studiert. Aber er hat, dieser Trainer, und ich kann nicht immer wieder sagen, danke, danke, leider schon vor Jahren verstorben. Er hat immer gesagt zu mir, Uli, du schaffst es. Und ich habe keinen, der in meiner Entwicklung bei mir unterstützt hat, geholfen hat, vergessen. Und das sollte man immer mehr, wenn ich überlege, wie heute viele, die durch viele Hände laufen und gefördert waren, das vergessen. Und das habe ich nie verstanden und kann ich auch gar nicht. Also ich möchte noch mal sagen, wenn ich davon spreche, von meiner Laufbahn, danke dieser Trainer. Von vielen habe ich was mitgenommen, vor allem von älteren Trainern, muss ich heute immer wieder sagen, danke, die mir diese Laufbahn geholfen haben. Du hast ja es gerade schon erwähnt, also wenn man mal den Weg in dein Herzen gefunden hat, dann bleibt man natürlich auch mit dir verbunden. Du hast ja auch hier viele Weggefährten heute Abend dabei, mit denen du schon jahrzehntelang ganz eng verbunden bist. Wir haben ja auch ein paar Promis über die Jahre kennengelernt, du zum Beispiel Gysi oder auch Andrea Berg. Immer noch verbunden mit ihr? Sicher. Viele sind darüber neidisch. Und ich habe zu ihrem Mann gesagt, kann ich mal sagen, Uli Färber, wir sind ein Herz und eine Seele. Wenn wir beide uns einbilden, wir haben ein bisschen Ahnung vom Fußball. Ja? Er war ja lange Jahre Vermarkter von vielen Fußballspielern. Nee, ich muss sagen, ja, mit Gysi habe ich mal eine Lesung gemacht. Waren 560 Menschen in Berlin in der Volksbühne. Muss sagen, ich wurde unheimlich gut geführt. Habe dann auch gesagt,
Auch die kleinen Männer können ganz groß sein. Da hat man Napoleon gesehen. Da sind wir so rausgerutscht. Ja? Aber so gut, die Firma ist unheimlich gut angekommen. Und da hat man gesehen, dass er sich mit mir beschäftigt hatte. Darum konnte er mich so gut führen. Ja? Und ja, ja, Andrea Berg, was soll ich dazu sagen? Ich bewundere sie, weil sie singt, wie wir leben. Sie singt unser Leben. Und ihre alten Lieder habe ich ja noch ein bisschen mehr ins Herz geschlossen. Als wenn du, und sie nimmt unser Leben. Und wenn, Sarah, wenn sie immer singt, tausendmal Betrogen, wir warten die ganze Zeit schon anderthalb Stunden, bis sie das endlich mal singt, ja. Und ja, das ist nun mal so. Aber das Allergrößte, was ich mal erlebt habe, glaubt ihr nicht. Ich sitze bei einer Sportlerauszeichnung in der U-Bahn in Frankfurt. Da kommt einer zu mir an und sagt, Uli, ich bin dein Fan. Wissen Sie, wer das war? Teve Schuhe. Meine Frau hat mich so angeguckt. Die hat gesagt, sowas habe ich überhaupt nicht von dir gesehen. Dieser große, große Sportler, große Mensch, sagt zu mir, als kleiner Dachs, sagen wir vor Jahren, ich bin dein Fan. Dann kommt noch einer Großer an, ich sehe mich ja nicht so, ich bin so, ja natürlich, kommt Jutta Müller zu mir an, Uli, hast du gut gemacht, Glückwunsch. Denn ich habe die ein bisschen nachgeeifert. Mein großes Vorbild war auch als Trainer, tut mir leid, meiner war auch Gut Krüger, stimmt. Auch Claude Buschner. Also, was ich von denen indirekt so mitgenommen habe, ich habe mit deinem Assistenztrainer nachher im Bezirksvorstand am Schreibtisch gesessen und da habe ich immer mehr Einblick gekriegt von Claude Buschner, was er geleistet hat. Und dann kommt noch einer an, den Paul unheimlich verehrt. Sagt zu mir, beim Fußballspiel vor Jahren, sagte sie mir, Herr Krüger, du darfst du zu mir sagen. Ich, manchmal habe ich eine schlechte Figur. Und ich bin auch dein Fan. Meinst du Heinz Krügel, ja, den Meistertrainer vom FC Magdeburg? Ja. Jetzt bin ich in den jungen Jahren, bin fast 81, 81. Diese Erlebnisse sind nachhaltig für mich. Ich weiß öfter gar nicht, dass mich der und der kennt. Ich war noch nie immer unsicher, das gebe ich zu. Aber jetzt muss ich mir meine Worte ein bisschen mehr überlegen als früher. Ich war nie ein Zyniker oder irgendwas, nicht? Aber ich sehe öfter gar nicht, wenn da kommen an, auch Wegner, dann weiß, wie schön das ist. Und dafür muss ich ganz ehrlich sagen, und ich habe mir immer die ausgesucht, die mit mir eine Linie, eine Philosophie verfolgt hat. Und da sie nur hier sitzt, das kann ich nur nicht umgehen. Der mit mir 30 Jahre gearbeitet hat, war ihr Papa. Der Schott Bawowski, der war an meiner Seite. Wir haben beide zusammen, natürlich bin ich ein bisschen, man hat ja zu mir irgendwas gesagt, das sollte man nicht aussprechen, steht vielleicht im Buch drin, was der Herr Ottke sagte, da kam mir auch Spandau, nicht? Früher Wessi, ich wäre ein Diktator. Da habe ich natürlich rausgesucht, weil ich nicht wusste, was ein Diktator ist, nicht? Habe ich im Lexikon nachgeguckt, rausgeschrieben, so einen Strich runtergemacht, so, so, und ich bestimme weiter. Habe ich an seinen Schrank rangehalten, an seinen Spind, wo er sich umgezogen hat, kam er rein, sagt Sven, was ist mit deinem Gesicht los? Wie? Da ging's draußen? Ist schon gut, Trainer, ist schon gut. Ich sag, was denn? Ja? Ist doch alles in Ordnung? Ja, ja, Trainer, ist schon gut. Ja? Bin ich nie losgeworden. Also wir hören es ja schon, Sven Ottke war natürlich ein Boxer an deiner Seite, genauso wie Marco Huck, Arthur Abraham, wahrscheinlich früher Schlumpfboxer, dann King Arthur,
einer der bekanntesten und größten neben Sven Ottke, den du hattest. Dein größter Erfolg als Boxer war natürlich der Mannschaftsmeistertitel mit Wismut Gera. Und du warst ja aber auch zum Beispiel olympisch unterwegs. Also du hast ja ganz, ganz viel erlebt. Arthur, hast du mal in einer Ringpause gesagt, Junge, bist du eine Pfeife? Würdest du es nochmal wiederholen bei Arthur Abraham? Ja, ich muss mal ganz fair sein. Solche Worte kenne ich gar nicht. Herr Sauerland kennt ihr ja vielleicht alle. War ja mein Manager, unser Manager, der in Kapstadt gelebt hat. Und ich muss irgendwie Worte gesagt haben zum Arthur, den habe ich ja ab und zu mal so ein paar böse Worte gesagt. Und dann, Uli, das kannst du doch in der Ringecke nicht machen. Ich sage, hab mal eine Frage, Wilfried. Hat er gewonnen, diese Pfeife? Ja. Wirklich? Nie mehr hat er mit mir über diese Sache gesprochen. Nie. Ich sage, eins musst du merken, Wilfried, da waren wir schon bei du, weil ich ja schon mal einen Weltmeister gemacht habe. Dann sagt er, eins verstehe ich nicht. Ich sage, wenn du zuguckst, ich muss bei dir als Trainer abrechnen, dass wir alle Erfolg haben. Und ich bin einfach nicht dumm genug, um das mitzumachen. Ist in Ordnung. Hat er mir nie mehr was gehört. Haben dich ja auch irgendwie noch größer und noch berühmter gemacht, muss man dann ganz ehrlich sagen, die Ringansprachen, die ja auch dank der ARD dann auch in die Welt getragen worden sind, weil eben keine Werbung gezeigt worden ist. Was war dein bisher schönster, spannendster Moment? War es vielleicht der Abschied von Sven Ottke damals? Naja, gut, ja, wir sind ja alles Menschen. Jetzt Abschiede von Sportlern. Ich gebe jetzt zu, um ganz fair und einfach zu sagen, ich habe meine Sportler geliebt. Das kam zwar nicht immer so zum Ausdruck, gebe ich zu. Ne, so. Aber ich hab's, es wäre kein Arthur gekommen, es wäre kein Hooker gekommen. So, wenn Sven Ottke nicht Weltmeister geworden wäre, denn ich habe eine Woche, 14 Tage gebettelt, dass ich Sven Ottke kriege, hab laufend angerufen in Kapstadt. Und dann kam mir ein guter Einfall. Ottke wollte ja nie Profi werden, ne? Ist klar. Und man hat keiner gefragt, ist er kein Profi? So. Und dann habe ich gesagt, Wilfried, ich will den Ottke haben. Ach, ist er kein Profi? Oh Mann. Da habe ich jeder Chef hat da seine Mitteiler, ne? Und wenn du dich mit mir einlässt, ich bin so zurückhaltend und bescheiden, habe ein Mitteiler gesagt, der geht jetzt zum Kohl nach Hamburg. Sondern früh, weil ich wie heute noch, ruft er an, der trifft sie mit Kohl. Ich sage, was hast du davon? Kohl hat geschrieben, habe ich hier in mein Portemonnaie drin, könnt ihr lesen. Ich bin nicht Auffangsager von den Rentenamateuren. Der war schon 30, ne? Das habe ich ihm ein paar Mal schon gezeigt, den Kohl, ja? Wo er mit den, ein Jahr später mit Ott zusammen haben wollte. Na jedenfalls, ich sage, macht immer keinen Kopf. Der kann sich mit Kohl treffen, der kommt zum Uli Wegner. Ja? So. Aber erstmal Ottke überzeugen. Journalisten sind ja hier, ihr kennt euch ja aus. Brauchen wir Meisterschaft in Riesa, wurde 12. Meister. Und die Journalisten stehen alle zusammen. Und Uli Wegner geht hin und sagt, habt ihr schon gehört? Der Ottke wird Profi. Ist Wahrheit. Ich meine, ich müssen wir jetzt morgen früh hier sitzen. Auf jeden Fall wusste ich hundertprozentig. Ott kommt zu mir an, die Journalisten erzählen alle, ich will Profi, ich war doch kein Profi. Ich soll, wirst du zu mir kommen, ne? Setz dich hin. Habe ihn erklärt, warum er der beste Profi wird. Hundertprozentig. Vertraust du mir oder nicht? Ihr kennt euch alle, wenn ich weiter ausgehe, ich habe mir erklärt, warum er der Beste ist. Er hat alles, was man zum Profi braucht. Die drei Runden reichen doch bei dir nicht aus.
Du wirst das selbstgesiebte Runde, wirst du der Starke. Also, hat er sich wirklich mit Kohle getroffen? Ich habe nichts zu ihm gesagt. Und dann sagt er, Montag früh ruft er mir an aus Karlsruhe bei mir und sagt, ich gehe doch zum Herrn Sauerland. Ich sage, Moment, Sven, was? Das war doch klar. Ich sage, was? Du, stimmt das? Der Herr Sauerland hat mir gesagt, du hast dich mit Kohl getroffen. Ich wusste ja nicht davon, das macht man doch nicht. Na gut, war das geregelt. Das war die Geschichte, war unsere Rettung. Ich hätte nie Arthur nehmen dürfen, aber schon gar nicht in Hook. Da machte Sparring bei mir, war Kickbox-Weltmeister. Tausend haben wir davon. Festgehalten in Genick. Ich sage, na ja, den nehme ich. Ich glaube, der macht jetzt immer noch einen Scheibenwischer, der Sauerland. Aber Marco Hook hatte ja seine unterhaltsamen Komponenten, muss man ja am Ende des Tages sagen, und hat ja auch für den einen oder anderen schönen Boxabend gesorgt. Na, das ist auch mein Gewinn. Ich habe gesagt, ich habe nicht gesagt, Weltmeister, nicht. Ich mache aus denen was, weil ich das gesehen habe. Ich war lange Jahre, brauche ganz kurz nur, Siegtungstrainer für die KJS. Ich habe damals schon einen Blick gehabt. Und der Trainer, wir hatten in der Staffel viel besser als Uli Wegner. Man hat mir viel Honig geschmiert, da ein großes Talent wäre. Hör auf. So. Aber ich wurde dann Assistenztrainer, wo ich das von der Saar spaziere, und habe meine Laufbahn gemacht. Und habe dann an meiner Seite, das hat mir mein Trainer gesagt, Uli, nimm dir ja den, der deine Philosophie mitgeht. Da habe ich mich immer dran gehalten. Immer. Und dann war natürlich, hat sich alles gespielt. Ihr Vati kam von Dynamo, aber ich sagte, komm zu uns, komm zu meiner Trainingsgruppe. Dann war ich mal abgesägt, bobbte die Beine weg, wie heißt das immer? Der wurde abgesägt als Spitzentrainer, das will ich nicht erzählen, damit ich morgen früh rede. So war mein größtes Glück. Habe ich Nachwuchs gemacht, dann war ich Nachwuchsverbandstrainer, weil der Verbandstrainer krank war. Zu mir hat er Vertrauen gehabt, weil ich ein ehrlicher Bursche bin. Und dann habe ich bei den Europameisterschaften, und ich habe übrigens den ersten Weltmeister der DDR gemacht, Juniorenweltmeister, Teiche. Der war aber nicht bei mir, sondern hat ein Vierteljahr bei mir trainiert, weil der Clubleiter gesagt hat, du nimmst den. Der war zweiter Mann, ich habe dann so lange gefuscht, bis ich den ersten Mann gemacht habe. Und bin heute noch stolz darauf. Wollte ich nur ganz kurz sagen. Es hat sich gelohnt. Und wenn man da tiefer reingeht, wenn du das Buch liest, wenn du das liest zum Anfang die Einleitung, dann wisst ihr, was Uli Wegner ist. Das ist schön. Das machen wir dann später hier im Ausbildungszentrum der Kreissparkasse Stendal. Aber wir wollen jetzt erstmal einen zu uns holen, der hier in Stendal auch sehr bekannt ist, eben aus dem Boxsport, aber auch vom Fußballplatz. Und dieser Mann heißt Christoph Schlender. Uli, was weißt du denn so über Christoph eigentlich? Wie wir uns kennengelernt haben? Zum Beispiel? Ich habe vor Jahren mal eine Einladung gekriegt, dass ich Ehrengast hier bin, werden sollte. Wir kannten uns noch nicht so, ne? Fährst du hin, bin ich ja riesen stolz, dass einer mich kannte, ne? Dann bin ich natürlich ja zur Veranstaltung gefahren, was mich beeindruckt hat, wie das organisiert war, wie man Freude hatte. Nebenbei habe ich dann noch der Berühmte kennengelernt, der hat, glaube ich, 2-0 geschossen, da kommen wir nachher noch, gegen AC Mailand, da war ich ganz stolz, ne? Paul Sego. Ich kenne auch ein paar Leute. Ja. Ne? Da war ich natürlich richtig stolz, dass ich bei mir am Tisch gesessen hat. Ja, ich durfte mit denen, aber ich muss sagen, was er hier in Ghana als seine Funktion aufgebaut hat, wo es schwierig ist, er arbeitet tagtäglich hart, muss so sehen, dass er seine Aufgaben erfüllt und dennoch Sport macht und sich um junge Menschen kümmert. Das hat mich beeindruckt.
Genau, Christoph, du spielst ja nicht nur Fußball, wir haben es schon angesprochen. Ich glaube, im Mittelfeld bist du der Mann. Jetzt bei den alten Herren. Genau, ja, der alte Mann. Wie kommt es denn, dass ein Fußballer das Boxen pusht in der Altmark? Naja, das war damals so gewesen. Ich habe das Boxen immer genutzt, um mich fit zu halten bei Kudel Kauschert. Selber habe ich ja keine Kämpfe gemacht, aber ich bin da gerne dabei gewesen, habe das auch mir so alles angeschaut. Und wo ich dann meine Karriere bei meinem Fußball beendet habe, war ich dann nochmal da und da war er schon sehr krank, Herr Kauschert. Und der Verein drohte im Prinzip, er stand da mit drei Mann noch, dass das vorbei ist. Und dann habe ich einfach so die alten Aktiven, die auch Kämpfe haben und Erfahrungen angeschrieben, wollte da nicht mitmachen und so. Und dann haben wir das im Prinzip wieder aufleben lassen. Und waren dann in kurzer Zeit 30, 40 Leute wieder, was natürlich Herrn Kauschert auch wieder gefreut hat. Und nach seinem Ableben ging es dann immer weiter. Und ja, ist ein Haufen Arbeit, aber sind ganz viele Trainer und Freunde des Boxsports hier in Stendal und auch die alteingesessenen Boxer, die machen mit als Trainer oder Verantwortliche. Und dadurch hat man auch eine Qualität in der Ausbildung, muss man schon sagen. Ja, und bis dahin, wie gesagt, wir haben jetzt... sind wir wieder gut dabei. Und bald ja auch wieder die Boxgala bei unserem Tagessponsor. Heute von der vierten Ausgabe reingegrätscht im Schwarzen Adler. Was macht diese Boxgala so besonders, so inspirierend für die Region? Na, wir haben dadurch, dass wir das von außen erst betrachtet haben, weil wir waren ja alle nicht mehr so im Bilde, weil ihr Amateursport abgelaufen ist, sage ich mal, nach der Wende auch. Wir sind in Hallen gefahren, da saßen 10 Mann. Dann war wirklich nur der reine Wettkampf, kaum Interesse. Und da hat mir gesagt, wenn wir hier mal was machen, dann müssen wir es so machen, dass die Amateure sich auch richtig wohlfühlen. Weil es ist ein hartes Brot, die trainieren wirklich tagtäglich auch wie Profis. Für einen ganz geringen, sag ich mal, dass der Erfolg wirklich sich einstellt, dass ich mal eine Medaille hole, dass ich vielleicht wirklich mal in den Kader komme. Und da haben wir natürlich gesagt, wir wollen versuchen, das so mit Ehrengästen, mit dem Publikum, mit ein bisschen kultureller Untermalung so hinzubekommen, dass das eben eine richtige super Nummer wird. Und ja, das hat geklappt, weil die Stendaler auch dementsprechend boxbegeistert sind. Und ja, seitdem versuchen wir uns immer noch wieder das zu halten, das Niveau. Und ja. Regelmäßiger Gast ist ja auch Uli tatsächlich. Sigi Wille hat euch ja damals zusammengeführt, ja. Den BC Altmark und eben Uli. Uli, was fasziniert dich an der Boxveranstaltung im Schwarzen Adler? Ich habe ja vorhin betont, man muss ja sehen, dass es eine Amateurveranstaltung ist und dass viele freiwillige Helfer sich bemühen, auch das Publikum was zu bieten. Ja? Damit die Zusammenstellung der Boxer, das macht unheimlich viel Arbeit. Das Niveau muss auch so stimmen, dass es ankommt. Also ich muss sagen, rundum für Stendal hat mir das irgendwie beeindruckt, was ich schon gesagt habe. Und naja, wenn ich so sage, dass ich denn mal als Ehrenpräsident hier vorgeschlagen wurde. Und ich meine, ich bin für Auszeichnung, ist jeder Mensch ein bisschen empfindlich. Ich finde das als eine Anerkennung, ja. Und mache es auch gerne, wenn ich unterstützen kann. Und sie brauchen die, ich habe viele Hinweise auch gegeben, dass man damals ging es um die Halle, ne? Wie man das macht, dann geben wir eben hin zum Bürgermeister. Leider war nicht der ehemalige Bürgermeister nicht mehr da, den ich auch persönlich kannte. Dann muss man da eben machen, dass wir die Jugend von der Straße, und das ist so wichtig in der heutigen Zeit, dass wir diese Jugend in Berlin haben wir zum Beispiel Boxen gegen Gewalt im Massa. Mhm. So. Und wir müssen diese jungen Menschen, die Bewegung brauchen und Beschäftigung brauchen, Zielstellung haben, ist es so wichtig, dass man sowas hier macht. Die jungen Menschen von der Straße holen und sich damit beschäftigen. Das ist eine Pionierarbeit. Das ist unwahrscheinlich. Und natürlich, da ich ja nur von klein auf gewachsen bin, im Sport überhaupt, ob nur Box ist, lebe ich das ja auch mit. Das lebe ich ja aus.
Und da haben bei mir, weil ich ja viel als Bezirkstrainer, Sichtungstrainer mit ehrenamtlicher Arbeit habe, bin ich natürlich sehr gut angekommen. Nach 4 wollten sie alle aufhören, weil angeblich hätte ich so viel gefordert, ich weiß es nicht mehr. Das ist schon Jahre her. Aber nachher haben sich, war das so zusammengewachsen, weil ich ja 3 Bezirke dirigiert habe. Karl-Marx-Stadt, also Chemnitz, Entschuldige, und Dresden. Aber ich muss sagen, ich habe auch viel in mein Leben von erfahrenen Leuten mitgenommen, ohne dass sie gemerkt haben. Wenn meine Linie, mein Weg gegangen, die positiv sollte sein. Ich meine, wenn man nachher in diesen Höchstleistungssport kommt, das ist eine ganz andere Masche. Wo ich nachher reingeraten bin, das ist ein Geschäft. Profi ist ein Geschäft. Ja? Und da muss man nicht nur die linke Gerade zeigen können, sondern man muss auch ein bisschen managen können. Aber ich habe durch meine Arbeit als Bezirkstrainer solche Ehrenamtlichen, die voll im Arbeitsprozess so stehen, achten gelernt und anerkannt. Das war für mich sehr wichtig. Und so bin ich auch geblieben. Du hast ja gerade schon Boxen gegen Gewalt und Mobbing angesprochen. Ich war mit euch damals in Berlin bei der Preisverleihung des Großen Stern in Silber. Alexander Wuß ist ja heute auch bei uns vom BC Altmark. Nimm dir ruhig mal das Mikro. Macht ihr das aktuell immer noch, dieses Projekt Boxen gegen Gewalt und Mobbing? Wir machen es noch. Ich muss nur sagen, wir sind gerade sehr ausgelastet, sage ich mal, mit dem Training. Wir haben doch sehr, sehr viele Sportler mittlerweile auf der Halle, die immer wieder beschäftigt werden müssen. Wir müssen immer wieder gucken, wie wir das natürlich neben der Arbeit, wie es Uli und Christoph gesagt haben, hinbekommen. Und deswegen ist es nicht eingeschlafen, aber wir versuchen es nach und nach wieder nach vorne zu bringen und mehr zu machen. Ja? Mehr an die Schulen wieder zu gehen, weil das Thema einfach nicht aufhört. Ja, immer wieder gibt es da Probleme und wir haben uns halt auch auf die Fahne geschrieben, dass wir das eigentlich auch machen. Und wir haben auch gewisse Schwerpunktschulen schon besucht, auch damals, wo noch Pablo bei uns war. Und Pablo Hernandez, genau. Genau, und haben auch sehr viel Zuspruch dafür erhalten. Ja, haben, sag mal, die Mobbing-Opfer sind zu uns gekommen, aber auch Täter haben wir, also in Anführungsstrichen Täter haben wir bekommen, ja. Und bringen den halt in der Halle, auch versuchen, den Respekt beizubringen gegenüber jedem, gegenüber vor allen Dingen Erwachsenen und den Trainern, immer ganz wichtig. Ja, und wie gesagt, wir führen es fort, ist nicht eingeschlafen, wir müssen es nur wieder gucken. Reaktivieren. Wir brauchen noch ein paar Ehrenamtliche sozusagen, die uns mehr unterstützen, weil die Halle ist mittlerweile platzt aus allen Nähten. Und die wir natürlich auf der Halle haben, wollen wir auch fördern, das ist logisch. Das ist schön zu hören, dass ihr da weiter aktiv bleibt. Christoph, was kann man denn von einem Menschen wie Uli lernen? Naja, ich habe ja dann geschaut bei Kudel Korschert, der die Akten gehabt noch, die Ausbildungsakten von der DDR. Und mich hat zum Beispiel die Karriere von Uli, die Amateurarbeit, wenn man das weiß, was da geleistet wurde, ist für mich immer noch, oder jetzt hier unser Trainer Dieter Mese mit 450 Amateurkämpfen, der hat 2-mal gegen René Weller unentschieden geboxt. Das wissen die meisten gar nicht, was da für eine Arbeit hintersteckt. Und was, das hat mich viel mehr fasziniert. Und ich merke es ja auch, wenn man Leistung machen will oder bringen will, Sportler dahin bringen will, das ist, Profi ist, nahe ich meine Herr, die letzte Stufe. Aber im Amateurbereich, da werden die Weichen gelegt, der Belastung und auch der Physis und die Psyche muss stimmen. Es ist ganz selten, dass das wirklich heutzutage noch klappt, weil die Kinder, naja, wir wissen es ja alle, Handys und das alles, ne? Da sind andere Sachen interessanter. Aber diese Arbeit als Trainer, als Amateurtrainer und dann noch diese Stützpunktarbeit, wir sind ja auch Stützpunkt, Leistung zu bringen und, sage ich mal, Leute zum Kader. Wir delegieren gerne dann in Sportschulen, weil wir selber weiter nicht kommen. Aber das ist eigentlich das, was es ausmacht. Wenn es ein Junge oder ein Mädchen wirklich schafft, dann zu sagen, ich gehe in eine Sportschule, ich will das mal richtig machen, ich will mal Titel holen. Und ja, das ist eigentlich das Interessante. Uli, was ist die eine Eigenschaft, die ich mitbringen muss, um zu boxen? Gibt es die eine Eigenschaft? Er ist sprachlos, das habe ich noch nie geschafft. Nein, mein ganzes Leben. Nein, ich muss das vernünftig antworten. Das Grund beim Boxen,
ist wichtig die Führung, die Ausbildung. Wir Menschen, wenn wir gesund sind, haben alle Talente. Einer mehr, das erbt anderen, einer weniger. Aber die Führung, wenn ihr alle mitgekommen seid, ich sage nur ein Beispiel, ich nehme Marco Huck, ihr werdet alle raus, Scheibenwischer. Und ich wusste, dass es wird. Natürlich, weil er gerade sagt, Amateur und Profi. Es gibt von der Leistung, Profi geht, wenn der nachher um die Weltmeisterschaft braucht, 12 Runden. Aber Amateur ist unheimlich kompliziert. Denn wenn wir zur Weltmeisterschaft, zur Europameisterschaft, weil die Jungs gefahren sind, dann mussten sie Turniere über Turniere machen. Und wenn du Sieger warst, musst du in einer Woche 4 Kämpfe machen. Das ist natürlich ein anderes System. Früher so ein Profitrainer, oh, haben wir geguckt, so nur Augen. Dabei haben wir als Amateurtrainer schon die Bombenleistung gebracht. Natürlich muss man sich dann umstellen als Professor. Klar, 12 Runden. Das System von der Strategie und Taktik ist anders. Ja? Wenn ich das überlege, da hat ein Sportler gesagt, da sitze ich nur als Trainer daneben, warum bist du in der nächsten Höchstklasse nicht so gut gewesen? Da war die Technik und Taktik, ich denke, ich erschüttere mich, da war mein Weltmeister. Ist egal, dann haben wir ihn genannt. Muss ich ihm natürlich erstmal Linie, sagen wir mal, wie hier, wenn in der Hof, und habe gesagt, dass die Taktik und Strategie ist die gleiche. Und du mit deiner Schlagkraft hättest auch in der anderen Gewichtsklasse dominierend sein können. Aber noch gut, das wäre besser. Aber sowas muss man den Jungs, und wer nicht gleich begreift, ich mache nichts Besonderes. Aber ich komme rein. Wenn er nicht versteht, sagen wir mal, dann mache ich das eben ihm so bewusst, dann versuche ich in seine Seele reinzukommen, dass er es gar nicht merkt. Und ich mache nichts Besonderes. Bloß ich mache das Richtige. Das ist schon besonders. Ja? So. Und konnte natürlich solche, die eine sich ganz schwer hatten, in Amateurreich zu bestehen, zum Weltmeister. Aber Amateur, das merkt man jetzt, ist auch eine Spitzenleistung. Da Europameister zu werden oder Weltmeister zu werden. Wenn ich überlege, ihr habt das vielleicht gar nicht so vermittelt, dass ich noch 1991 ein Rudolf, der ein Vierteljahr nur bei mir trainiert hat, der war Cottbusser, 4 Weltklasse-Leute geschlagen hat. Und der erste, da haben wir uns nur Sandmenschen angeguckt im Fernsehen in Australien, war Della Hoyer. Oh, ach, hast du ein Pech und Rudolf. Klar geschlagen mit 7 Punkten. Dann kam der nächste, hat er schon RC verloren. Ich verstehe die Welt heute noch nicht. Meine Jungs, um ganz fair zu sein, meine Jungs haben mir so das gemacht, was ich nachher erreicht habe. Nicht ich. Sie haben mich dabei geholfen, dass ich richtig lag. Und ihr Fadi oder mein Freund, jetzt ist klar, gibt's keine andere Wahl, der versteht das, wie ich da an vielen Sachen annehme. Und im Finale noch Gregorian zu schlagen, den absoluten Weltklasse-Mann, ich habe auch nachher nicht mehr die Welt richtig verstanden. Das müsst ihr sehen. Wichtig ist, dass man für die Jungs als Ausbilder da ist. Ob Lehrer ist oder das. Wir sind ja indirekt auch Lehrer. So. Und man muss sie in die Welt reinbringen, die richtig ist. In der Welt, dass sie Erfolg haben. Wir sind nicht eingestellt, wenn wir im Profi- oder Spitzenbereich sind, als Spitzentrainer. Wir müssen einfach Erfolg haben, weil die Jungs ihre Ziele erfüllen wollen. Das ist wichtig. Und dazu kann man sie motivieren. Na gut, manchmal sind die Sprachen, die wir untereinander haben, nicht so zu verstehen. Ne? Finden kein Duden, das kann auch mal vorkommen. Wobei ich sehr feinfühlig bin. Ne? Apropos feinfühlig, er ist auf jeden Fall auch jemand, der gerne Geschenke verteilt und mitbringt. Und du hast was für den Boxclub heute hier mitgebracht. Wissen Sie,
Ich habe letztes Mal schon gesagt, mein Neffe hat sich 10-12 Stunden hingesetzt und gekugelt, was ich nicht wusste. Ich wusste zwar, welche Weltmeister oder Verteidigung ich hatte, und dann hat er mir das überreicht. Und das wollte ich hier für die Jungs in der Halle, wo der unter meinem Namen, bin ich ja auch stolz drauf, kann es mal aufmachen. Ich wusste nicht, dass ich 529 Profi, nicht Amateur, Wettkämpfe hatte. Ich habe vielleicht 15 verloren, mehr nicht. Und 529. Und darum teile ich aber auch, ganz fair zu sagen, zu einem Erfolg gehört ein Team. Und mein Bester, auf den ich mir hundertprozentig verlassen habe, der jetzt alleine wirtschaften muss und auch wächst. Und ich mag, ich habe das wieder gemerkt, wo wir jetzt in Robinson Club waren. Das ist ihr Vater. Der, wir haben, wie Peg und Will, ist nicht so einfach mit mir jeden Tag gut zu Ihnen kommen. Ich habe vielleicht auch mal einen schlechten Tag. Ne? Aber wir haben zusammengehalten. Und er ist mein Weg, ist er mitgegangen. Und jetzt, und er hat immer, und wenn ich nicht da war, hat er sekundiert unser Weltmeister gemacht. Ist das nicht toll? Wir hatten eine Philosophie. Und da haben wir zusammengehalten. Alles andere ist unwichtig. Auf jeden Fall, das hat mein Trainer gesagt. Und das sage ich heute nochmal danke. Nimm dir einer, der deinen Weg mitgeht, deine Philosophie. Und deswegen muss ich sagen, alle Achtung, dass ich nur zufällig mit ihr noch hier in der Schule mache. Woher wüsste ich, war geboren, habe ich eine Nuckelflasche vielleicht eingehalten? Weiß ich nicht. Nein? Herzlichen Dank, Christoph Schlender. Dankeschön. Jetzt kommt ein Mann, Uli, bei dem du nicht die Nuckelflasche halten musstest, aber mit dem du wahrscheinlich an vielen anderen Flaschen über die Laufe der Jahre gehangen hast. Begrüßen Sie mit mir Sigi Wille, bitte. Ich muss so rausgerutscht. Ist das nicht schön? Hallo Sigi. Ihr habt ja Mitte der 70er Jahre zusammen in Bad Blankenburg studiert. War da der Uli Wegner schon der Uli Wegner, den wir jetzt heute alle kennen als Entertainer und Unterhalter und jemand, der die Sprüche klopft, oder war er da anders? Ja, wir waren damals Studenten alle und wir waren noch nicht so berühmt, wie Uli jetzt ist, sondern wir waren auf einer Stufe alle. Ja, wir waren gute Studenten, ganz besonders Uli war fleißig, sehr fleißig, kann ich mich daran erinnern. Und die Chemie hat von Anfang an gestimmt. Man sieht es ja auch auf dem Foto, wir haben alles... Da bist du links von mir aus gesehen und Uli, glaube ich, ganz rechts, ne? Ja, links und Uli ganz rechts. Und ich wollte dir mal erklären, warum Uli nach hinten guckt. Hinter uns läuft nämlich ein Olympiasieger, 1972, Wolfgang Scheidel im Rennrodeln. Und Uli, wir waren damals stolz, dass wir ihn geschlagen haben, ne? Ja, ich möchte mal ausholen. Also, das ist was Neues. Dass ich diese Studien gekriegt habe, nach meiner 10. Klasse Meisterin, habe ich vielen zu verdanken, dass ich Bezirkstrainer, Sichtungstrainer werden sollte, habe ich abhängig gemacht, dass ich diese Studien, auch wenn du die Prüfung bestehst, ist in Ordnung. Wir waren ja diese Studien alle schon voll im Leistungssport verankert. Sigi hier in Stendal, der von da, Generalsekretäre, Schachverband, weil der konnte mit denen eh nicht liegen, musste bei mir aufs Zimmer kommen, weil ich ein anständiger Kerl war. Ja? Sagen wir mal so, ja, wir waren zusammen, wir waren Leute, die schon im Leben drin standen, muss man sagen. Ich war 33, aber wenn mein Vater das erleben würde,
würde hier mit Smoke reinkommen und fliege. Ja? Und da diese, er war Seminar 1, das war das schlauste Seminar, angeblich. Wir waren 4. Was, also er war 1 und du warst 4? Seminar 4. Und war das dann so gestaffelt, ganz schlau, so mittelschlau und da Boxer? Die haben sich das einfach rausgenommen. Die hatten nur die besten, wirklich hatten nur die besten Studenten. Alle einfach auf. Und da ich Numi nicht blamieren wollte, dass die sagen, der ist zu dumm, um Studien zu bestehen, musste ich lernen. Nach abends noch um 8 Uhr hatten wir öfter Schluss, wir haben lange gearbeitet. Dann habe ich bis 23 Uhr gelernt. Aber die saßen schon in Eberich und haben ihr Bier getrunken. Das konnte ich mir nicht erlauben. Ich wollte ja mit denen mithalten. Ne? Dann bin ich hingegangen, habe ich auch mal mein Bier getrunken. 2 Stühle da und da ich gerne Seemannslieder gerne höre, musste ich dann, ich kann ja nicht singen. Meine heiße, raue Stimme, was musste ich singen? Was musste ich sprechen? Hans Albers. Ja? Ja? Oder ich habe gesungen, mein Meld ist eine Bühne. Und dann sind wir so, dass wir morgens wieder ausschlafen, hatten wir so um 7 Uhr mal angefangen, schon mit Vorlesung. Dann sind wir nach Grönland nach Hause, ich konnte ja nicht singen, nach Hause gegangen und nächsten Tag haben wir wieder, wir haben uns gefestigt. Und dann haben diese Schlauen mal gesagt, wir nehmen die 17 Stars. Und ich bin mit reingewählt worden, dass sie auch einen gut aussehenden Menschen hatten. Warte mal, das wollen wir natürlich verifizieren. Siggi, stimmt das so? Warst du der Schlaue und er der Schöne? Nee, wir haben Uli mit angenommen, weil er auch schlau war und weil er auch fleißig war. Schön, schön waren wir eigentlich alle, ja, Uli. Naja, man muss sagen, wir waren dann wirklich ein Team, wo jeder jeden geholfen hat, muss man ehrlich sagen. Wenn ich konnte hinkommen, wenn ich mal da und da nicht in der Philosophie nicht durchgesehen habe, ja, ne? Also das war schon, und jeder war ja in seinem Bereich, als Student schon, eine Verantwortung gehabt, wo er zu Hause war. Und das hat man gemerkt in der Reife, wie die Dozenten, die uns unterrichtet haben, uns auch geachtet haben, weil wir alle, fast alle, die Ausnahmen gibt es immer, bestrebt waren, was zu wissen, um was wieder zu vermitteln. Ja? Und da muss ich sagen, ja, heute, was traurig ist, da können wir nicht gegen machen, dass wir uns jedes Jahr getroffen haben. Ich habe sie auch mal von Reverbund mal begrüßt oder gesagt, war ich stolz, dass ich konnte dann wieder annehmen, da ich mal studiert habe, habe ich sie gegrüßt. Aber sind so viele schon von uns gegangen, was uns traurig macht. Und da können wir alle, ja, nichts gegen machen. Aber wir sind trotzdem noch ein Team, die immer sich gerne mal anrufen, mal unterhalten und ein paar Schoten mal erzählen. Und das belebt uns immer wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Studium, was ich ganz schwer hatte, nicht so. Ich musste mal meine 3 machen oder 2. Nicht, wenn du ein 2 gekriegt hast, dass du denn schon geweint hast. Aber ja, so weit kenne ich sie. Aber ich muss sagen, das war für mich so ein Fortschritt, ein Schritt nach vorne, dass ich mich theoretisch reingedrängt habe in das, dass ich erklären kann, warum diese Methode und das, warum ich das mache. Das ist meine ganz große Stärke. Was ist denn die Schote, die du über Uli auf jeden Fall uns berichten würdest von früher, Sigi? Hast du da irgendwas, was dir so einfallen würde? War ein anständiger Mensch. Ja, also es gibt nichts Böses in dem ganzen Studium. Wir haben alles gemeinsam gemacht. Uli hat ja gesagt, dass er dann in unser Seminar mitkam, also nicht während des Studiums, sondern nach Feierabend. Und das Schönste war, Uli, war, als wir in den Semesterpausen, dass wir uns getroffen haben, muss ich unbedingt erzählen. Wir haben uns damals getroffen in Immokart.
Uli konnte sich noch gut erinnern, das war also 1976. Da hat Uli auch Hochzeitssuppe kennengelernt. Da hat Uli die Hochzeitssuppe kennengelernt. Mhm. Und damals, Uli, waren wir, also ich war bekannt in Demokrat, weil ich ja da herkam, und Uli kannte damals noch keiner. Und am 9.9.2021 waren wir wieder da. Alle haben sich an Uli erinnert, und Uli, für dich war das Schönste, die Hochzeitssuppe. Aber auch der volle Saal, die, alle Begeisterung, die, das war toll. Naja, das, ja, das brauche ich ja nicht groß erzählen. Wenn wir uns getroffen haben, da gibt es ja ein paar Originale, ich bin ein bisschen zurückhaltender gewesen. Also wir wollten, ich vergesse eben nichts. Ja, und dann kann ich ja natürlich bei angenehmen Seiten immer erzählen von den Studenten. Nicht? Das, wenn ich nicht da war, hat schon ein bisschen was gefehlt. Ja, dass ich das... Ich bin ja mal, ich muss das so sagen, diese Entwicklung, vielleicht war das positiv, dass ich nicht der überragende Boxer geworden bin. Ich hatte viele Sportarten gemacht, konnte auch dreimal den Ball hochhalten, ja? Und wie ich zum Boxen gekommen bin, die haben mich Honig und Maul geschmiert, ich konnte nicht boxen. Kann ich nachher, wenn der Paul hier, Seguin hier ist der Ausnahmespieler, kann ich ja mal erzählen. Sein Schwiegervater, das erzähle ich nachher ausgiebig, hat gesagt, Uli, spiel lieber Fußball weiter. Der hat keine Ahnung vom Boxen, der Trainer. So. Aber ich muss sagen, mir hat indirekt das Leben getrieben. Ich stehe mit 12 Jahren, jetzt könnt ihr alle lachen, in Benkun, das ist bei Prenzlau, wo Stettin, ich bin ja Stettin geboren, auf dem Marktplatz, wo wir die Scheiben eingeschossen haben, ne? Beim Bäcker und so. Von hier oben möchtest du mal sprechen. Zu Träume. Nichts. Das habe ich auch jetzt wieder gesagt, weil sie eine große Tafel aufgestellt haben in Benkun. Und ein paar Jahre später, vor 5 oder 10 Jahren, wäre ich da Ehrenbürger. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Aber dieser Antrieb für mich, irgendwie was Besonderes zu bringen, das war immer mein Antrieb. Und trotzdem bin ich immer der Uli geblieben. Ich heiße eigentlich Hans Ulrich. Und ich habe mir aber selber, mit 5 Jahren konnte ich schon schreiben, Uli mit 2 L, nicht? Wenn ich mit Uli Färber, der Ehemann von Andrea Berg, telefoniere, sagt er immer, Uli mit 1 L. Ich sage, Uli mit 2 L. Ich wollte nur sagen, und das hat mir mein Leben getrieben. Und auch diese, das war ja kein Spaß, dieses Seminar Nummer 1, die waren wirklich durchgängig klasse. Und wir wurden automatisch gegenseitig getrieben, weil wir alle schon Verantwortung hatten. Wir konnten ja sagen, der Wegner ist zu blöde, das Studium zu bestehen, Himmel hilf, dann wäre ich gar nicht mehr aus dem Groß geworden. An der Persönlichkeit hätte es gekrabbelt. Ne? Und da muss ich sagen, das hat uns gegenseitig getrieben. Natürlich war das klar, Stendal, wo ich dann eingeladen war, hat Sigi da auch natürlich einen großen Anteil. Das weiß er auch. Also da komme ich hin und da, wenn ich was helfen kann. Das Einzige, was ich an Christoph gut, immer ausgesetzt hat, der arbeitet 24 Stunden. Ich kriege nie das Telefongespräch. Wunschkerl, kann ich auch gut leiden. Aber na gut, vielleicht hat er mal Zeit und ruft er zurück. Heute übrigens auch. Hat er auch einfach nicht abgehoben, sondern Uli Wegner klingeln lassen. Das machen aber nicht viele Menschen, das macht Christoph Schlender so besonders. Und das muss man ja wirklich sagen. Ja. Sigi, wir haben ja schon vorhin über Kudel Kauschat gesprochen, ja, der ja auch 45 Jahre lang Übungsleiter und Leiter der Sektion Boxen der BSG Lok Stendal war. Da gab es aber noch einen, der in den 50er Jahren wirklich hier die starke Boxabteilung in der Haferbreite wirklich aufgestellt hat, und das war der berühmte K.O. Müller. Wer war das? Was war das für ein Typ? Da bin ich sicher nicht der Richtige. Damals war ich noch nicht in Stendal.
Aber man hörte, wenn es um Boxen ging, immer K.O. Müller, K.O. Müller. Und ich kann eigentlich nur darüber berichten, dass ich die Kinder von K.O. Müller kennengelernt habe, die Leichtathleten waren. Ja, und vielleicht kann ich das hier auch mal sagen, dass Kerstin Müller, jetzt Kerstin Seguin, eine der besten Leichtathleten waren hier in Stendal, die dann von Aktive Stendal zum Club gegangen ist und noch heute in der ewigen Bestenliste steht, über 800 Meter mit 208 und über 400 Meter mit 56,1. Also in den 70er Jahren gelaufen und da träumen jetzt noch einige von. Aber ich muss, wenn ich darf, vielleicht noch mal zu Kodel was sagen. Gerne. Weil ich mit Kodel, wir haben uns ja die Halle immer geteilt, die Haferbreite. Kodel hat den Boxraum, ich hatte das Längsschiff und den Boxteil hinten. Und wir haben immer gemeinsam trainiert, die Boxer haben mit den Leichtathleten mitgemacht. Und in Stendal als Geschäftsführer habe ich das damals immer mitbekommen, wenn ein älterer Sportfreund nicht mehr so gut drauf war, dann ging das immer los, wenn der mal nicht mehr ist, dann ist mit der Sportart Schluss. Und das wurde im Boxen auch so gesagt, wenn Kodel mal nicht mehr ist, dann ist Schluss mit Boxen in Stendal. Und plötzlich tauchten dann, als Kodel nicht mehr konnte, tauchten bei mir vier junge Männer auf, von denen ich es nicht erwartet hatte, muss ich ehrlich sagen, und sagten, wir wollen uns selbstständig machen. Und dann kam die, wir haben die Satzung gearbeitet, haben die Vereinsgründung vorbereitet mit Christoph. Und meine Freude war so groß, ich dachte, ich kenne Uli Weker schon lange, wenn ihr wollt, würde ich mit Uli sprechen, ob er mal nach Stendal kommt und mit euch ein bisschen was macht hier. Christoph war sofort begeistert und dann kam der 26. März 2015 und seitdem ist Uli einer von uns hier beim Boxen auch in Stendal. Und macht ihr auch ein bisschen stolz, ihn hierher in die Region geholt zu haben? Ja, ich habe eigentlich nichts anderes erwartet, als ich Uli das gesagt habe. Er war sofort bereit, sagte, nach Stendal komme ich immer. Er hat ja auch vorher schon mal beim Studententreffen, 2007 war das, auch eine Grußurkunde für Kodel Kauschat fertig gemacht mit vielen Grüßen und alles Gute. Also die Verbindung zu Stendal war immer da. Und jetzt als Ehrenmitglied oder Ehrenpräsident des ersten Boxclubs haben wir wirklich das Größte erreicht, was wir erreichen konnten. Danke, Uli. Darf ich noch was zum Studium sagen? Zum Fußball. Weil Uli ja ein guter Fußballer ist. Ja, manche sagen ja, vom Fußball hat er mehr Ahnung als vom Boxen. Ja, jedenfalls gerade war das so. Wir hatten die Prüfung im Fußball und Fußball hat eigentlich beim Studium nicht die Rolle gespielt. Es waren wir Leichtathletik, Handball, Schwimmen, Wintersport. Fußball hatten wir drei Fußballer. Lothar Reidock war das, von Eisenhüttstadt, glaube ich, war das. Ja, Hansi Späth, Zwickau und Rostock. Und ein ganz alter Trainer aus Halle, Walter Schmidt. Und die haben auch gemeinsam mit unserem Freund, der in der Mitte gelaufen ist, die Prüfung abgenommen. Ich habe eine 2 bekommen. Das war für mich das Größte im Fußball als Leichtathlet, also so. Und Uli hat auch eine 2 bekommen. Und das muss ich heute nochmal sagen, das habe ich auch meinem Kumpel, unserem Kumpel Ecki gesagt. Da war Uli ganz falsch benotet. Uli hatte ganz klar eine 1 verdient, oh, weil er sehr hervorragend war. Ist doch super, wenn wir das so nachtragen können. Und ich muss auch sagen, dass wir ein paar Fotos, die wir sehen, natürlich auch von dir bekommen haben, Sigi, andere wiederum vom Sportmuseum Stendal. Herzlichen Dank dafür. Und nochmal auf den K.O. Müller zurückzukommen, Uli. Den hast du ja auch kennengelernt, oder? Tja, was soll ich dazu sagen? Das ist, sagen wir mal so, ich habe meine Fußballprüfung, das wisst ihr alle nicht mehr, ASK Rostock gehabt. Wir haben ja 5 Clubs gehabt in der Marine, dann haben wir Leipzig gehabt, die haben zweite Liga gespielt, Cottbus gehabt, Neubrandenburg gehabt, die besten wurden dann zum ASK Berlin delegiert. Da war Paula noch zu jung, die alle zu kennen. Und ich habe mit 48 Leuten, habe ich mit 5 Mann bestellt. Ich hatte die niedrigste Spielklasse und da hatte irgendwie, muss ich so einen Eindruck machen. Da haben die einen Fußballer gesucht, das ist eine Überprüfung. Und ich sage bei Stralsund, Paro, also Matrose, sie haben Bezirksklasse. Ich sage, und wenn ich der Beste bin? Da habe ich gedacht, der hat irgendwie eine Scheibe. Irgendwie hat er mich jedenfalls eingeladen. Da habe ich mit 5 Mann hoch, alles musste man machen. Stand, aber die müssen athletischer werden. Dann musste ich 4 Wochen warten. Ich weiß nicht, ob Paula die noch kennt, Hüttner. Ging nach Chemnitz, Karl-Marx-Stadt, wo sie mal Meister wohnt.
einen Spieler in der zweiten Liga. Und ich musste noch 4 Wochen warten. Und habe gedacht, Boxer brauchen so eine Dinger. Ne? Und da haben wir gefragt, ob ich hier mitmachen kann. Na gut, dann habe ich da Spaß mitgemacht. Und dann kam, da wusste ich aber nicht, ein Herr Müller an. Der, ich wusste eigentlich immer Bescheid. Und hat er gefragt, ob er ja mal mitmachen kann. Und dann hatten wir ja bei Gebeid, die hatten 80, 90 Kämpfe, ich hatte keinen Kampf. Hat er Sparen gemacht. Er hat so alle stehen lassen, gebe ich zu. Da war er aber schon 36. Ich glaube, das hat er aus in der Menge gemacht. Und zu mir hat er gesagt, eine Woche, wir wurden richtig Freunde. Uli geht dann Fußball weiterspielen, der Trainer hat keine Ahnung. Aber ich habe den geliebt, weil der mich immer Honig ums Maul geschmiert hat. Nicht? Das war mal ein Sportler, der jetzt Assistenztrainer werden sollte und sollte eine Nachwuchsgruppe aufbauen. Nicht? Na gut, ich war mit ihm 6 Wochen zusammen, jeden Tag. Und das hat mir so eine Freude gemacht. Jetzt weiß ich das Größte. Ich rufe. Anna haben wir noch ein paar Mal gesprochen am Telefon. Dann sind wir so ein bisschen auseinandergekommen. Ruf ich an, ich wusste gar nicht, wie viel Müller es das in Stendal gab. Ich, Auskunft da, Auskunft da. Und dann habe ich diesen berühmten Menschen Paul Seguin kennengelernt. Wir kommen aufs Gespräch. Ich sage, das war mein Schwiegervater. Ich war platt. Mhm. Ich war richtig platt. Der Sohn, ja. Dann hat sich aber sicherlich unsere Freundschaft ein bisschen vertieft. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich sagen, wie oft ich an diesen Menschen gedacht habe, was der mir damals schon gesagt hat. Wie man einen Sportler entwickeln kann, und das habe ich gelernt. Toi, toi, wenn ich vielleicht sonst bei Eleven, vielleicht gar nicht so einermaßen geworden als Trainer. Sagen wir mal bescheiden. Aber das hat mich gelehrt, wie man Sportler aufbaut, wie man Sportler automatisch Sicherheit reinbringt, alles sowas. Und das war so wichtig. Das ist ein Teil meines Lebens von 6 Wochen. Die habe ich aber aufgenommen. Und den ich kannte. Und ja, wenn die immer sehen, wenn ich heute in der Ecke, die Arbeit von Trainer wird auf der Halle gemacht. Sage ich immer wieder. Und dann diese, wo ich immer viel mitgenommen habe, wo ich viel, warum hat der Erfolg gehabt? Fußball, warum hat der Erfolg gehabt? Leichtathletik. Ich bin die auch, wenn manche Trainer auf den Wecker gegangen, den erfolgreichen Franke in allen Schnelllauf. Ne? Und dann, ich habe überall gesammelt. Überall gesammelt. Das hat gar keiner gemerkt. Die haben zwar ab und zu gesagt, das ist ein Bekloppter da, das kann sein. Aber ich muss sagen, das hat mir das geschmiedet, was ich brauchte und mit denen zusammengearbeitet habe, meine Assistenzin, dass wir eben diese Erfolge hatten. Und da muss ich heute sagen, hat mir das stolz gemacht. Und jetzt ruft immer noch Pula von Bulgarien an, der Schwäbisch, der hat gute Trainer gehabt. Der war Europameister, 2-mal Europameister. Das erste, wo sich jetzt viele von euch vielleicht stoßen, war bei Ottke genauso, das kann ich euch mal sagen. Als Pula hat gesagt, Hermin wurde entlassen, erfolgreichster Trainer. Der Sauerland wollte ein bisschen kleiner machen. Ich möchte bei dir trainieren. Ich sage, Kubert, wie bei mir trainieren? Bei mir heißt es Sie, mich bei Ihnen trainieren. Ich habe noch nie zum Trainer, ich habe gerade vorhin telefoniert mit ihm, noch nie zum Trainer Sie gesagt, sei das die neue Qualität. Ottke genauso, Wessi. Ja? Nach Sparring mit einem von mir, also Namen ich sehe nicht,
Nächsten Tag kam er zu mir, ich wusste genau, ich will bei dir trainieren. Ich sage, wen meinst du eigentlich? Es war halt. So, pass mal auf. Bei mir heißt das Sie. Und wenn sie kann, dann sagt Trainer, aber hier, ich bin, aufgeklärt, gehst du in deinen Trainer, nicht bei mir. Trainer, was du willst. Und wissen Sie was? Dieser Mensch, sage ich euch, bin jeden Tag um 5:30, 6 Uhr gestanden, 24 Kilometer von Schönhausen rübergefahren, 24 Kilometer, 1,5 Stunden, eine Stunde. Ich war doch diese Autos gar nicht gewöhnt. Die war alles voll. Hab ich doch. Und wir sind so zusammengewachsen. Der einzige Sportler, der schon Geld hatte als Amateur, immer sparsam war, der vergisst mich nie. Nicht, dass er mir jetzt den Film, dass er mir den Z4 geschenkt hat. Ist auch wieder, was ihr wissen sollt. Steht er da, sag ich, Sven, wenn ich mal in Köln waren wir noch, wenn ich mal Kohle habe, dann kaufe ich mir einen Zweisitzer und gebe mal ein bisschen an, habe ich auf die Tasten. Sagt er immer, Trainer, sind Sie noch viel zu alt zu. Aber trainieren soll ich ja. Sie müssen nicht möchten. Sie müssen. Und das ist gut. Also nie vergessen. Und wisst ihr was? Diesen Tag in Magdeburg, wo hat er diesen Tag, hat er so mit seiner Managerin daran gearbeitet und ist der einzige Sportler, das betone ich nochmal, der von seinen Sponsoren, die er kriegt, mit 10% ab, keine Anzeige, der schon Geld hatte. Und übrigens, das müsst ihr wissen, war das der sparsamste. Man hat mir gesagt, das stachelt allein. Bei mir, ich weiß nicht. Ich kaufe mir, darf ich mal ganz kurz erzählen, in Bangkok einen Anzug. Ich Ossi. War die Wende. Sagt er zu mir, Trainer, kaufen Sie noch mal 3 Anzüge oder 4. Sag, guck mal, Ossi in der Tasche. Ich hab doch nicht. Hier hast du meine Karte. Seitdem haben wir einen Sprachfehler. Wenn Sie mal Geld haben, dann, das zähle ich gerne, habe ich oben ein Riverboot erzählt. Mal, ne? Wenn wir, können Sie mal zurückgehen. Ich weiß, ich habe es wahrscheinlich mal zurückgegeben, weiß ich nicht. Aber das war Ottke. Weil er anerkannt hat. Weil ich, der war schon 12-mal Meister, 6-mal war er Meister, 12-mal bei mir. Und dann die Ossis, die DDR-Boxer, Schmitz und alle. Und der hat auch bei mir 100% Henry, da hat Henry schon ein paar Mal gesagt, hat er alle sich nachher aufgeräufelt. Ja? Und dass der sich mit mir, der hat, glaube ich, 4 Wochen gedacht, guck, Mensch, hält mich bloß nicht so dem bekannt. Ja? Ich sag, da hast du Schuld, du wolltest doch. So, ich wollte nur mal sagen, einflüchtet. Es gibt im Sportler, die trotzdem in dieser Persönlichkeit mal Danke sagen können oder sagen mal, die auch genau wissen, was der Mensch und der Mensch für einen getan hat. Ja? Und es ist schön, wenn wir in der heutigen Zeit solche noch erleben. Und darum muss ich nochmal zurückführen, war diese Matrikel, 30. Matrikel, ein wunderbarer, ja, will nicht Haus sagen, aber ein Team, was zusammengehalten hat. Und hat jeder jenen geholfen. Alle Achtung, wo einer mal eine Ecke hat. Jetzt immer noch. Und das war Sigi. Jetzt immer noch. Reingeglitscht. Dankeschön, Sigi Wille. Jetzt kommt der Mann zu uns, über den wir heute schon sehr, sehr viel gehört haben. Er ist eben der Schwiegersohn von diesem bekannten K.O. Müller. Und er sitzt neben dem Mann, der Neffe, so rum, von K.O. Müller ist. Begrüßt mit mir Wolfgang Paul Seguin. Paul, auf
alle Kombinationen habe ich mich heute gefreut, aber auf diese ganz besonders, weil euch irgendwie ein ganz besonderes Band verbindet. Was ist das für ein Band? Ja, also wir kennen das, glaube ich, über 40 Jahre. Olli, 40 Jahre sind es. Er war für den Fußball, du hast es vorhin erwähnt, nicht der Große. Er war, ist und ist ein guter Trainer gewesen im Boxen. Im Fußball hat es nicht ganz gereicht, hast du ja schon gesagt. Aber ansonsten muss ich sagen, wir reden sehr, das heißt telefonisch, sehr oft miteinander, einmal die Woche bestimmt. Und wenn wir eine Veranstaltung sind, sehen wir uns auch immer. Ich glaube, Olli ist mein Freund schon immer gewesen. Ich weiß nicht, was er dazu sagt. Vielleicht sagt er, der Sevin, ein kleines Arschloch. Aber naja, aber es macht ja nichts. Aber ich muss sagen, ich achte, schätze ihn immer noch, was er erreicht hat im Boxen. A la bonne heure, ziehe ich einen Hut vor. Olli, was sagst du denn zu Paule? Ja, ich war ja, um fair zu sein, wo, als Paule gespielt hat, war das eine Top-Mannschaft. Ich kann ja heute, der würde grübeln, ich würde ihm heute 25.30 Uhr Spieler von Magdeburg aufsehen. Und das war ja nur eine einmalige Sache, dass sie Europapokalsieger wurden. Ne? Die AC Mailand mit Rivera, die ja alle spielen, kein Ohr auf. Aber ich muss sagen, dadurch hatte ich natürlich auch indirekt, ohne dass ich persönlich kannte, Verbindung zu einem Fußballer. Am meisten habe ich mich dann gefreut, wenn sie in Jena gespielt haben. Ne? Hm? Da wollen sie Peter Ducke, übrigens und auch ein bisschen mein Freund, bisschen, naja, er war ja, er war kein Fußballer. Er war ein Star. Ich weiß, was kommt. Er war ja kein Fußballer. Er war ein Star. Der einzige Star, den wir in DDR Fußball hatten, war Peter Ducke. Und dann habe ich neulich mit dem Peter Ducke, nachdem ich ihm gratuliert habe, zum Geburtstag, habe ich Peter angerufen, ja? So, Peter, da hast du zwei Tore gemacht. Und eine Vorlage noch in Magdeburg. Dann wolltest du eine Ecke schießen, hat dir dein Bruder reingejagt. Weil du sowieso keine Ecke schießen konntest, weißt du? Und Kopfball hast du ohne gekriegt, da war Stein und Schlamm. Ich sage, hast du, übrigens, weil du sagst, hast du schon Paul angerufen? Ich habe nicht richtig verstanden. Ich sage, da haben wir erzählt, Raugust sollte ihm ja Mann decken. Ja? Mhm. Du warst körperlich so stark für ihn, darum ist er dir aus dem Weg gegangen. Na jedenfalls, das waren immer Höhepunkte, weil ich nach Jena gefangen war, ich in Gera noch gearbeitet. Peter war mein Star. So, und wie ich das schön sage, und Paul und diese Mannschaft, die war ja, wenn ich überlege, was der Zapf, der Chef von euch, und August und wie die alle gespielt haben. Wenn er auf Möllenauer gestanden hat, schon als er Europapokalsieger war, Schulze. Ne? Also das war ja eine Truppe, die Magdeburg, da muss man sagen, alle Achtung. Das ist immer noch eine Truppe, ja? Da sage ich alle Achtung. Und, also mit euch Zeit zu verbringen, da na, muss man schon das, fit sein. Das war eine andere Zeit. Ja, Sabrina so. Sagt ja, wir waren ja vor wann? Im Mai? Ja, genau. Im Mai in Rotterdam. Bei jetzt erzählen wir euch mal eine Story, die er gar nicht weiß. Ach so. Folgendes. Ich komm nicht zu Wort. Alle Journalisten da. Krüge. Ob das stimmt oder nicht. Ich weiß es nur. Alle lässt über das Tor schießen. Nach 10 Minuten sind die Journalisten abgehauen. Und er hat das Training abgebrochen. Das war von Europapokalspiel, das wusste ich von Maulauer hat mir mal irgendwas erzählt, ja. Und ihr wart ja eine richtig tolle Truppe. Und natürlich, wenn ich die alle aufzähle, ja, Pomerenke, ja? Der kleine Steinbach, Kopf größer als Mülleimer, wieder spielen konnte. Ja? Das war wirklich, das war eine Bombentruppe. Und darum muss ich sagen, ich das wirklich jetzt so, um ganz fair zu sein. Ich habe die Fußballer immer ganz anders sehen als meine Person. Das waren für mich die Großen.
Ja? Aber du hast ja auch mal Fußball gespielt bei Traktor Anklam. Ich konnte Bälle trinken, was wollte ich denn? Ja? Naja, wirklich. Ich hatte ja immer einen Begleiter, weil ich gut dribbeln konnte. Jetzt, ja, meine Jungs haben angerufen. Wieder war das Abraham. Und dann von Gera. Jetzt kannst du uns nicht ausspielen, wegen Hüftoperation hat er. Ja? Jetzt können sie uns nicht mal ausspielen, das klopft er ja nicht. Aber ich wäre aber deine Klasse, oder sag mal, die Klasse von Oberli hätte es wahrscheinlich nicht erreicht. Weiß ich nicht, auch glaube ich nicht. Aber Paula, was meinst du denn, was ist denn da für ein Fußballer verloren gegangen bei Uli? Wenn er es denn... Ja, du hast gerade gesagt, ein Anklam hat er gespielt, oder? Bei Traktor Anklam, genau, also seine Lehre zum Traktorenschlosser gemacht hat. Wie? Auch bei Uli kommt man ja nicht zu Wort. Ist ein guter, er hätte euch in der Kabine wahrscheinlich totgequatscht, oder? Ja, das hat auch gefehlt, aber er hat ja eins gesagt, dass unsere Mannschaft, wir kamen ja alle aus einem Bezirk damals, und die Kameradschaft sieht immer noch wieder, dass wir noch 10 Spieler sind, die sich jedes Jahr im Mai treffen mit unseren Frauen, wir sind da noch 10 Familien. Das wird auch jetzt im nächsten Jahr wieder sein, das sind es ja 50 Jahre, der Verein hat sich viel vorgenommen. Wir lassen uns mal überraschen, aber wir machen unser eigenes Ding, denn die Kameradschaft, die wir damals hatten, gibt es halt nicht mehr. Heute brauche ich euch nicht zu sagen, geht zum Knete. Und wenn nur einige Spieler mal sagen, hier, ich sage hier was, da sagt der Verein, nee, der guckt, ob seine Brust noch richtig dick ist vom Geld drin. Darum, das ist die Sache, das ist schade drum. Aber das ist das Geschäft heutzutage und da können wir uns nicht drüber freuen. Ich jedenfalls nicht. Was ich glaube, gar nicht so viele wissen, ist ja, dass du auch mal geboxt hast. Paula. Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich habe ja nur meinen Schwiegervater damals kennengelernt. Meine damalige Freundin, heute Frau, war auch Leistungssportlerin, hast du erzählt. Sie hat erzählt, genau. Ja, und ich kam dann eines Tages nach Stendal zu ihm nach Hause. Und da hat er mir bloß gesagt, ich sage, du, pass mal auf, wenn du meine Tochter irgendwas machst mit den Christen, wenn mir was passiert, dann seine linke Mutter. Ich sage, Vater, ich sage, Günther, denk dran, ich habe auch 17 Kämpfe. 16 habe ich gewonnen, beim 17. sah ich aus wie ein Feuerwehrmann. Also denk dran, ich bin normal aus der Ehe. Ich muss sagen, das war ein Mann, kann man mit Worten, du hast es vorhin schon gesagt, Uli, gar nicht begreifen. Ich bin so gern dahin gefahren, der hat die Familie zusammengehalten, ist leider dann zu früh verstorben. Aber K.O. Müller, das Wort kannte ich damals auch, ich glaube 56. Ich habe natürlich noch die Boxhandschuhe. Und den Meistertitel habe ich bei mir im Keller unten zu liegen. Das ist ein DDR-Meister, den Siegergürtel, genau. Da ist das Foto, genau. Und das ist für mich eine Erinnerung, die kann man nicht vergessen. Und so wie er war, ist auch seine Tochter, was jetzt meine Angeheiratete ist, genauso familiär so verbunden. Wir haben nun mal, wir haben gemeinsam noch, das heißt, es wissen ja viele, 4 Jungs noch. Einer, ich war als Erster mit Ehe mitgebracht, dann habe ich 5 Schwiegertöchter, 9 Enkel. Ich habe dann nur gesagt zu denen, pass mal auf Jungs, macht das nicht so wie ich. Dann habe ich 25 Enkel, das schaffe ich nicht mehr. Ja, und, aber das war die Geschichte. Uli kennt die ja alle schon, weil wir sie doch so oft schon gesehen und getroffen haben. Ja, ja, das muss man auch so sagen. Dein Sohn, dabei Union. Jetzt bei auch Schalke. Paule, ne? Das ist ja bei Schalke. Also, ich habe so in der Zeitung was zu gesagt, dass er spielen muss. Er hat doch ab und zu mal gespielt, pass auf, er macht einen Zeitungsartikel. Hier, der Papa. Ich nicht. Du hast gesagt. Pass auf. Und da steht Folgendes drin: Mein Sohn, klasse, hätte ich auch gemacht. Mein Sohn ist viel besser als ich. Kann es so aufbauen, wirklich, also wirklich wahr. Ich lese. Was macht Uli Wegner? Wie immer. Meine Frau sagt ab und zu, ich soll ein bisschen ernster sein. Ich rufe an, Paula. Vielleicht kann dein Sohn 3-mal einen Bälle hochhalten. Aber du warst klasse. Du bist auch bekannt. Aber habe ich gesagt, das ist normal, als Vater. Nach man so was reinkommt, ne? Aber wenn er gerade angesprochen hat, diese Freundschaft, der Zusammenhalt,
und da war auch für den Trainer für verantwortlich, war zu der Zeit ganz anders. Heute geht's um die Knete, heute geht's ums Geld. Ich erzähle euch nochmal eine schöne Episode, dass es nicht so langweilig wird. Marco Huck geht in Schwergewicht hoch. Und jetzt hört bitte zu. 15 Kämpfe habe ich übernommen, 4 verloren und 2 durch Disqualifikation. Genick, ja, jetzt ging's, war schon ein paar Mal Weltmeister in Cruisergewicht, bei 91. Er will in Schwergewicht, in Provett gehen. Olympiasieger, Weltmeister, Europameister. Schwer, gut. Aber es keiner wusste, und ich wusste das auch nicht, dass die schon mit Klitschko einen Vertrag unterschrieben hat mit Povetkin, dass das schon steht. Also Povetkin musste gewinnen, weil der bei uns unter Vertrag war, bei Herrn Sauerland. Aber keiner wusste, als Povetkin bei uns zum Sparring war in Kienbaum, hat ein Hugger schon mal geangert, also angeschlagen, war auch unten. Wusste keiner. Aber wenn ich gewusst hätte, dass er, dass es wieder irgendwie klappern konnte, wusste ich auch, dass er schon, Herr Sauerland, einen Vertrag hatte mit Klitschko. Das war klappt, das kannst du rumdrehen. Aber das hatte für mich auf jeden Fall. Und dann haben sie 10 Sekunden, die haben sie verguckt, ja, 10 Sekunden her, weil er schon wieder geschwommen hat, die letzte Runde, ne? In der 12. Also hat Povetkin gewonnen. Der war, ist in die Kabine gegangen, aber war da noch nicht da. Und ich habe nicht gewusst, dass die schon mit Klitschko einen Vertrag hatten. Wenn der nämlich verloren hätte gegen Marco Huck, dann wäre der Vertrag hinfällig gewesen. Dann hätte Povetkin Klitschko nicht rausfallen. Und dann hätte vielleicht 10 Mark eingebüßt oder 10 Euro. Ja? Die Summe wollte ich nicht sagen, das hätte sich gelohnt. Aber wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich gesagt, ich boxe die nach Klitschko. Ja? Mein Vater hat alles mit mir mitgemacht. Da war ich, ich habe vom Geschäftlichen verstanden, aber doch nicht vom Herzen. Was wäre das für ein Erfolg, wenn dieser Junge hätte den Olympia der Weltmeister geschlagen? Wie toll wäre das gewesen, nicht? Wollte ich nur mal sagen, und heutzutage ist es beim Fußball auch so. Wir haben so eine Situation, und ich habe ja vor 4 Wochen, könnt ihr vielleicht sogar nachlesen, über den Leistungssport Interview gegeben. Ich habe das verglichen wie im Leistungssport umgegangen, außer Eishockey rausgenommen. Natürlich hätte ich jetzt auch wenn Basketball rausgenommen. Hätte ich ja rausgenommen. Das war ja vorher. Das ist eine enorme Leistung. Aber das andere im Schwimmen und alles. Ich habe das dann mit was verglichen, das möchte ich aber nicht sagen. Und das haben sie auch ganz groß noch geschrieben. Aber was hier heute im Leistungssport ist, wenn ich überlege, gehen wir von Boxen aus. Sagen wir jemand Fußball, wir haben Klassenspieler. Da können wir reden, was wir wollen. Wir haben klasse Spieler. Aber irgendwas kann doch da nicht stimmen im Gefüge. Und beim Boxen, wenn ich überlege, die denken, die Trainer, wenn sie in der Ecke stehen, dann läuft schon alles. Die Arbeit macht der Trainer auf der Halle mit denen. Und da kann man sie formen und entwickeln. Und ich, ist doch im Moment für uns alle, tut das weh. Deutschland, eine Sportnation, und ist so am Runder, das tut uns alle doch weh. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und hat uns auch in Katar wehgetan, natürlich das frühe Ausscheiden der deutschen Mannschaft. Jetzt, wer die Doku gesehen hat, weiß auch warum, weil der Trainer Flick damals viel über Graugänse erzählt hat. Paula, was würdest du denn bei so einer Ansprache vor einem Spiel erzählen? Auch über Graugänse? Nein, ich würde mich aufs Spiel vorbereiten als Trainer, der Spieler die Richtlinie mitgeben, wie er zu machen hat. Denn im Spiel kannst du als Trainer nichts mehr machen. Du hörst nichts im Spiel, wenn der irgendwelche Dinge, wie sie heute, wenn ich mal einen Trainer sehe, du da, kriegt der Spieler drinnen gar nicht mit.
Das ist nun mal, das kann man nur zur Halbzeit machen oder man holt mal kurz an Rand und sagt, pass auf, so und so wird gespielt. Ansonsten im Spiel kriegt der Spieler das nicht so mit, wenn Anweisungen von draußen kommen. Dazu ist es zu laut. Das ist schade, aber ich gucke ja nur regelmäßig Fußball. Wir sind ja nur eine Fußballfamilie. Meine Frau ist noch verrückter als ich. Aber ich sag mal, dem was sagen, den Spielern, ist schwer. Und zum Trainer Flick kann ich auch nur sagen, ich bedauere das ein bisschen. Er hat bei Bayern eine sehr gute Arbeit gemacht für mich. Hat er den Fehler gemacht, dass er eben nicht mit einigen Leuten klarkam. Wissen viele von uns, wurde nicht ausgesprochen, darum ist er gegangen. Und als Nationaltrainer gut. Die waren schon vor Flick nicht so gut, waren auch schon beim Trainer, der davor 16 Jahre war, auch nicht mehr die Klasse, wie sie sagte, wir sind Weltklasse, wir sind zurzeit Mittelklasse, weil entweder wollen die Spieler nicht oder können es nicht mehr, kann ich mir nicht vorstellen. In ihren Clubs passiert es, da spielen sie ihren Ball, aber immer stimmt das ganze Gefüge nicht in der Mannschaft. Gegen Frankreich, ich weiß nicht, wer das Spiel gesehen hat, muss ich sagen, da hat man doch was gesehen, dass sie Fußball spielen können, aber das kommt eben nicht so häufig drauf an. Nur haben sie den Füller hier, den Trainer, einen neuen Trainer gemacht, Herr Rudi Füller und ein kleines Team dazu. Ja, wer soll es jetzt machen? Jetzt ja, das ist die große Frage. Braucht es jetzt so einen, sage ich jetzt mal, weisen Trainerfuchs à la Uli Wegener oder Louis van Gaal oder braucht es jugendliche Strömungen wie Julian Nagelsmann? Ich will mal was zum Fußball sagen. Wenn ich nur der zweite Mann hinter... Jetzt sage ich euch Folgendes. Ich war von der Leitung von Bayern München, ich bin Bayern-Fan. Gibt's klar. Auf ich einmal, wollte es nicht sagen. Moment, geht, ich bin ja weiter. Gebe ich zu, weil da über Jahre trotz alledem eine gute Arbeit gemacht hat. Bin Leipzig-Fan, ist so klar. So null. Ne? Weil ich den Misold auch sehr gut kenne. Aber ich wollte noch Folgendes sagen. Wie kann man Nagelsmann ablösen? Der macht zwei Fehler. Fährt nach einer Niederlage von Leverkusen in Urlaub. Und wenn 5, 6 Spieler da sind, ich habe mich mit Journalisten jetzt unterhalten, sag, warum schreibt er sowas nicht? Dann geht man nicht in Urlaub, sondern kümmert sich um die 5er da sind. Dann löse ich den Torwarttrainer ab von einem Weltklasse-Mann, Nauer. Dann gehe ich zu denen hin als Kapitän und sage, da geht meine Philosophie nicht mit. Aber wer hat diesen, vielleicht, weiß ich nicht, unerfahren, der kann ja was, gesagt hat von denen, du kannst jetzt nicht weggehen, oder du gehst zu den Kapitänen und sprichst mit denen, da geht deine Philosophie und warum du ihn ablöst. Zwei Riesenfehler von Spitzentrainer. Das nächste, der Aufsichtsrat, die beiden wurden abgelöst. Der Aufsichtsrat muss das ja auch zustimmen. Das waren ja nicht nur die beiden. Kahn, und ja gut, wenn er nur ein bisschen stur ist, aber früher schon. Torwart und nichts aus, ist klar. Aber ich muss sagen, denn der Tuchel ist ein guter Trainer, übernimmt, wo sie alle noch in den Wettbewerben drin sind. Dass er erstmal gegen Freiburg in der Klatsche kriegt, so. Das macht man nur, der hat doch genug Geld, der hat von Chelsea. Da hat er eine unheimliche Abfindung gekriegt. Dann warte ich das erstmal ab. Dann habe ich überlegt, wenn die so eine Scheiße machen, was hättest du gemacht? Wie alt warst du? 30? Hättest du denn auch so eine Scheiße gemacht? Heute würde ich das verurteilen von allen. Aber ich hätte nie Nagelsmann abgelöst. Nie. Den hätte ich erstmal diese Aufgabe erfüllen, dass er diese Aufgabe tragen muss und erfüllen muss. Und dann kann man immer noch handeln. Aber wer hat ihm denn einen Rat gegeben und gesagt, da geht's doch schon los mit Teamwirtschaft. So. Und dann Uli, den ich unheimlich achte, Uli Hoeneß, dann sagt hier, ja, er hat doch mit das bestimmt. Der Aufsichtsrat muss immer mit das absiegeln, oder nicht? Ja, und, ja. So. Ich wollte nur sagen, wer ist beim Fußball? Und wir haben, und da
Ein Völler kann doch nicht über Nacht Wunder vollbringen. Hat er doch. Ich kann doch nicht Wunder vollbringen. Hör auf, so ein Mist. So. Aber er hat die Autorität da, die Respekt da. Und das haben sie sich indirekt alle auch ein bisschen schuldig gefühlt. Denn sie haben ja den Flick an sich vernünftig verabschiedet, die Spieler. Aber wenn da 2, 3, das weiß er ganz genau, Gegenspieler, gegen den Trainer was haben, dann geht es schon schief. Und sie haben zwar nicht die große Klasse gehabt, der Franzosen, haben bei Spitzenspieler raus gehabt, aber der Sieg war in diesem Fall sehr wichtig. Sehr wichtig. So, jetzt suchen, jetzt sage ich euch das Nächste. Wenn Nagelsmann das macht, ist er schlecht wieder beraten. Nationaltrainer zu werden, ist was Großes, stimmt. Aber er ist jung. Der kriegt überall bei Spitzenklub ein Angebot. Wenn er 10 Jahre später macht, ist doch klasse. Und vor allen Dingen, wie ich gesagt habe, ich habe noch einen gleichwertigen Spieler, wo ich sage, ich boxe, ich konnte ja noch ja nicht. Ja? Gleichwertigen gibt es nicht. Und die sprechen nur von unserem Liverpool. Ne? So, fühle ich mich schon als zweiter Mann, wirklich machen. So, jetzt wisst ihr, wie ich bin, Egoist. Na ja. So, wir wollen jetzt mal gucken, ob Uli nicht nur Egoist ist, sondern auch ein guter Fußballkommentator und würden jetzt mal ganz kurz zum Fußballgolf noch wechseln, was wir ja immer machen nach unseren reingegrätscht Folgen mit Paul Seguin, mit Sigi Wille und mit Christoph Schlender. Und Uli darf das alles kommentieren, was die Männer am Ball können oder eben auch nicht. Darf ich sitzen bleiben? Natürlich. Sabrina, denk dran, ich habe eine neue Hüfte. Das werden wir mit einkalkulieren. Ich habe eine neue Hüfte. Vorteil, ja? So, dann bitte ich mal Sigi Wille, Paul Seguin und Christoph Schlender zu mir. Und natürlich, weil Sigi Leichtathlet ist, bekommt er es nicht ganz so schwer wie die anderen beiden Fußballer. Ihr startet von da hinten. Christoph, willst du anfangen, weil du der Jüngste bist? Ja. Ja. Du hast dich schon ausgezogen, deswegen. Jeder hat 2 Versuche und jeder muss selbstverständlich in das Tor treffen. Vorbeitritt oder schießen? Ich muss da rüber gehen. Du musst rüberschießen. Quasi von dort rüberschießen. Genau. Ach so. Man sieht schon, wann. Na, siehst du, einmal frei. Hey. Man merkt dir die alten Herren gar nicht an. Man sieht schon an der Körperhaltung. Ja, okay. Das. Also Christoph Schlender kann es noch sehr gut, wie wir gesehen haben. Mal gucken, was Sigi Wille am Ball kann. Sigi, soll ich das hier auseinandernehmen für dich? Oder? Ja, so ist gut. Dann mach so? Ich mit. Oh, okay. Oh. Uli, geh mal auf Toilette, ja? Also Uli, das ist doch beeindruckend, was er noch... Ja, vor allem schon die Körperhaltung ist beeindruckend. Er hat ja meinen Fußballbus jetzt 2 gehabt in der Arbeit, ja? Komisch. Oh, weißt du, richtig? Und für den Europapokalsieger machen wir es natürlich ein bisschen schwieriger. Moment, trotz Verletzung. Aber so. Ja, alle, ja, alle. Oh. Oh, ja. Was soll ich sagen? Paul ist einfach der Beste. Das wird ein schweres Duell hier. Ja, das ist ja das Handicap für ja schon. Du hast mich so nervös gemacht, ich schaff's nicht. Da, habe ich gebracht. Das war der falsche Ball. Danke euch. Danke, Paul Seguin. Danke, Sigi Wille. Ja. Danke, Christoph Schlender. Wir kommen zur Auswertung des Fragebogens und die richtige Antwort, das Lösungswort, das ihr hoffentlich alle habt, ist der Name, der heute Abend, ich glaube, mit am häufigsten gefallen ist, nämlich Ottke. Und Uli, ich möchte dich bitten, einen Gewinner zu ziehen. Oh, hoffentlich hat er
der von dir das Buch erhält und weitere Box-Souvenirs. Das ist Henning Lehmann. Herzlichen Glückwunsch. Das Buch kann gleich abgeholt werden. Und ich sage herzlichen Dank für diese Folge reingegrätscht und bis zum nächsten Mal. Tschüss.